Lieber Bürgermeister, werte Ehrengäste und Vertreter des öffentlichen Lebens, liebe Schützenkameraden und Magdeburgerinnen, alle diejenigen, die heute da am Rednerpult stehen, länger oder kürzer reden, egal wie lang es dauert, sie laden Schuld auf sich. Also, man möge mir das nachsehen, wenn ich als Bildungsoffizier ein paar, vielleicht auch ein paar mehrere Worte an euch richte. Als Schütze vom Tiroler Oberland, vom Adelberg her kommend hier im Viertel Osttirol, im Bustertaler Oberland, hier zwischen den vielen Graben, gemeinsam mit Bürgermeister Lusser den Ehrenschutz zu geben und auch die Festansprache halten zu dürfen, ist Ehre, ist etwas Besonderes. Zuerst darf ich die Grüße der Bundesleitung des Bundes der Tiroler Schützenkompanien überbringen und möchte ausdrücklich einen besonderen Dank aussprechen. Einen besonderen Dank für das beständige Eintreten für den Tiroler Schützenbrauch, für die gelebte Treue zum Glauben, für das Hochhalten der Traditionen und für eure Verlässlichkeit. Hier im Oberland werden unsere Grundsätze schon noch so gelebt, wie sie gemeint waren und wie sie niedergeschrieben wurden. Das heurige Jahresmotto bei den Schützen heißt: aus den Quellen schöpfen. Dieses Motto kann man in verschiedener Art und Weise verstehen, im geistlich-religiösen Sinne, psychologisch oder im Hinblick auf die historischen Quellen. In meiner kurzen Betrachtung möchte ich in diesen geschichtlichen Aspekt in den Mittelpunkt rücken. Man muss aus der Geschichte lernen. Wie oft hören wir diesen belehrenden, aber richtigen Satz? Das setzt aber voraus, dass wir uns mit der Geschichte beschäftigen, dass wir uns mit den Erzählungen, mit alten Aufzeichnungen und Urkunden auseinandersetzen. Es setzt voraus, dass wir eben aus den Quellen schöpfen. Wir können nur von Dingen und aus Situationen lernen, unsere Schlüsse ziehen, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir in die Geschichte und in die Geschichten eintauchen. Das ist das Erbe der Väter. In diesem Sinne haben wir heuer einer ganz besonderen politischen Situation zu gedenken, die vielleicht nicht mehr so im Bewusstsein ist. Sie hat aber eine europäische Dimension und ist für unser Verständnis von Geschichte und für unsere Einstellung prägend. 650 Jahre Tirol zu Österreich. Gehen wir kurz in das Tirol im Ausgang des 13. Jahrhunderts zurück. Tirol als selbstständige politische Einheit war gerade erst entstanden. Da hat Graf Meinhard II. Von Tirol-Görz durch geschickte verwaltungstechnische Maßnahmen die Einheit gefestigt, durch Heirat, durch Verträge und brutale Gewalt das Land vergrößert. Nicht sehr romantisch die gute alte Zeit. Seine Tochter Elisabeth verheiratete er mit Rudolf I. von Habsburg, wodurch sie die Stammmutter aller späteren Habsburger wurde. Vielleicht war es die große Liebe. Jedenfalls war es aber eine geschickte Absicherung seiner Herrschaft in Tirol. Sein Sohn Heinrich hatte keine männlichen Nachkommen und da wurden die Mächtigen in Europa schon wieder aktiv. Wiederum durch Heirat, nämlich seiner Tochter Margarete, wurde Tirol zuerst luxemburgisch-böhmisch, dann bayerisch. Und als im Jänner 1363 Meinhard III., der Sohn von Margarete, im Alter von 18 Jahren starb, stand Tirol nun plötzlich wieder ohne herrschaftlichen Nachfolger da. Rudolf IV., der als Stifter bekannte Habsburger war, zur Stelle, um zu helfen, aber nicht uneigennützig. Er war vom schlechten Gesundheitszustand Meinhards informiert und wartete in Lienz, wo er Geldgeschäfte abwickelte, eilte aber sogleich nach Meran und nach Bozen.
als enger Verwandter mit guten Argumenten in Form von Gold, teils falschen Dokumenten in der Tasche, war er zur richtigen Zeit vor Ort und seine Großtante Margarete von Tirol übergab ihm dieses Land. Nun war Tirol habsburgisch, ein Teil von Österreich. Wir sehen daraus, dass die wahren Hintergründe oft im Dunkeln bleiben. Die wirklich entscheidenden Beweggründe und Fakten werden nicht im Detail aufgeschrieben und entziehen sich der späteren Beurteilung. Die Entscheidungsnöte, der Druck, der auf die Entscheidungsträger von allen Seiten ausgeübt wird, der steht in keinem Vertrag, in keinem Protokoll. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die wir vielleicht auch gelegentlich in unserer Einschätzung heutiger politischer Vorgänge mit einbeziehen sollten. Das schnelle Urteil ist meist das Falsche. Mit einem gewissen Schmunzeln lese ich immer wieder die Schlagzeilen, dass die Politikverdrossenheit noch nie so groß war wie heute und Politiker noch nie so unbeliebt. Aber machen wir uns nichts vor. Wenn jemand in unserem Sinne entscheidet oder entschieden hat, dann ist das super. Und wenn nicht, dann ist die Ablehnung gewiss. Zustimmung und Ablehnung sind ganz eng beieinander, der schmälste Grad, den es überhaupt gibt. Das scheint eine Konstante über die Jahrhunderte zu sein. Tirol ist nun 1363 zu Österreich gekommen. In diesem Sinne haben wir das Jahresmotto für 2014 gewählt. O du mein Österreich! Auch dieses Motto kann man in mehrfacher Weise verstehen. Ein Jubel auf unser Land ohne Einschränkung positiv. Oder klagend, was wir mit diesem Land alles mitmachen müssen oder mussten. Auch wenn alles ganz klar, eindeutig erscheint, ist dies nie ganz das eine oder das andere. In diesen vielen Jahrhunderten hat es viele Hochblüten gegeben in diesem Österreich. Kulturell, wirtschaftlich, wissenschaftlich, technisch, in der Verwaltung. Hunderte Dinge und Begebenheiten, auf die wir mit Recht stolz sein können. Nur als Beispiel die Zeit Maximilians I., eine Epoche mit weltpolitischer Dimension, wo gleichzeitig Tirol im Fokus der Aufmerksamkeit stand. Es hat aber auch bittere Stunden gegeben. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, das Auseinanderdriften der Völker in diesem Staat, die Teilung Tirols, die heute noch besteht und nachwirkt. O du mein Österreich, das haben wohl auch viele im Stillen gedacht, als sie im Jahr 1914 der Krieg ausgebrochen ist. Wie es gegen Serbien zu marschieren galt, noch mit Begeisterung und Euphorie. Ja, das ist gleich vorbei, mit denen werden wir schon fertig. Serbien muss sterben, hat es geheißen. Nachdenklich dann, wie gleich darauf verschiedenste Staaten und Mächte gegen Österreich aufgestanden sind, ihre Chance gesucht haben, der alten Monarchie und dem alten Kaiser ein bedeutendes Stück Land zu entreißen. Bereits in dieser Phase hat sich Italien, der Bündnispartner, dem man aber nie wirklich vertraut hat, von Österreich und Deutschland abgewandt. Im Frühjahr 1915 war es dann ganz so weit. Obwohl der Kaiser in Wien bereit war, den Italienern Welschtirol, Teile Dalmatiens zu überlassen, hatte Italien mit England und Frankreich bereits das bessere Geschäft gemacht. Triest, Istrien, Südtirol bis zum Brenner. Das haben sie bekommen. Italien war nun Kriegsgegner. O du mein Österreich, was passiert mit dir? Die Soldaten Österreichs, unsere Landesschützen, die Kaiserjäger, aber auch Landsturmeinheiten waren in Serbien und in Russland. Um die Südgrenze zu sichern, wurden in aller Eile die Standschützen aufgeboten.
die man in Voraussicht 1913 landsturmpflichtig gemacht hat. Gut 25.000 Mann in wenigen Wochen. Diese Südgrenze ist hier nicht weit. Das Bataillon, ehemals das Standschützenbataillon Silian, grenzt an Italien, wird von dieser Grenzlinie durchschritten. Die Tiroler Standschützen waren es, die beginnend mit Pfingsten 1915 vorerst das Schlimmste verhinderten und durch ihren Einsatz den Kriegsgegner zum Zögern brachten. Cadorna, deren Oberbefehlshaber, war sich nun doch nicht mehr so sicher, ob man einfach nach Innsbruck, Linz oder Wien durchmarschieren kann. Oh, du mein Österreich! Wenn die ganze Welt 2014 des Kriegsausbruches und der Ereignisse im Ersten Weltkrieg gedenken wird, so ist das gut und angebracht. Wenige Ereignisse haben die Welt und insbesondere Europa so umgekrempelt wie dieser Krieg. Wir Tiroler Schützen, wir werden im Gedenken aber erst 2015 voll mit einstimmen. 100 Jahre nachdem unsere Großväter und Vorfahren gezwungen waren, mit der Waffe die heimatlichen Berge zu besteigen, um sie zu verteidigen, um Haus, Hof und Familie zu retten, hier werden wir uns in dem Gedenken anschließen. Wir werden im ganzen Land, in allen Schützenbünden Tirols, ihre Aufgaben und Leistungen für das Land gedenken. Hier in den Gemeinden des Bustertales ist das nichts Neues. Hier lebt die Standschützentradition noch viel unmittelbarer. Wenn ich zum Beispiel im aktuellen Dorfboten lese, dass der Heimkehrer von Innervielgraden gedacht wird, dem Peter Senfter, dem Sebastian Ortner, dem Josef Lanzer und anderen. Oder wie ich gestern gesehen habe, dass die Ehrenwache bei der Kranzniederlegung in den alten grauen Uniformen von damals ausrückt. In euren Dörfern sind die Namen noch geläufig, wer damals im Einsatz oder sogar in führender Aufgabe gestanden ist. Major Hans Eigner, Josef Stallbaumer, Jessacher, Lucker, Oberthaler, Wiedemeyer, wie sie alle heißen. Hier an der Grenze ist es für die Menschen unmittelbar ums Überleben gegangen. In anderen Teilen Tirols, so wie auch bei mir daheim, sind es 4 oder 5 Stunden Fahrt, um zum Einsatzort der Standschützen nach Folcaria oder nach Rovereto zu gelangen. Vom Bund aus wollen wir dieses Gedenken auch deswegen in den Mittelpunkt stellen, weil nicht die große Weltpolitik und die Weltgeschichte für uns von Bedeutung ist, sondern wie der Krieg unsere Vorfahren erreicht hat und vor allem welchen Verlauf und welche Auswirkungen dieses Inferno für unser Land und in unserem Land gezeigt hat. An der vordersten Front oder im Materialdepot, in Werkstätten oder als Bahnsicherung, am Karnischen Kamm, am Zinnenplateau, in der Val Sugana oder am Ortler. Von den Militärs nie wirklich geschätzt und daher in der historischen Literatur oft nur am Rande erwähnt. Ohne den Einsatz der Tiroler Standschützen würde die Welt anders ausschauen. Da sind wir uns sicher. Es sind daher alle Schützen, alle Kompanien, alle Bataillone aufgerufen, beim Projekt an der Front, wie wir es genannt haben, mitzumachen. Jetzt wollen wir aber nicht mehr in der Vergangenheit schwelgen. Das Wetter ist wunderschön, der Anblick hier in die Runde prächtig. Es wird Zeit, zum geselligeren Teil überzugehen. Ein Dankeschön noch einmal für die Einladung. Die Leute sind da überhaupt nicht kompliziert. Sie sind geradeaus und ehrlich. Es ist fein, da zu sein, fein zu feiern und schön wieder einmal zu kommen. Schützen heil, der Herrgott schütze Inselland Tirol.